Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr, 3 Kilo 31, 35,5 Zentimeter. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Aua. Hinein. Ich stehe direkt vor dem Zeitungsartikel. Der besorgte Typ also. Damit wir den auch ja nicht verpassen, den Zeitungsartikel, weil der wohl wichtig ist. Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Punkt. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Aha. Da ist auch wieder ein Artikel. Chris. Vermisst Chris Taylor. Vorarbeiter. Verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss. Daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Aha. Gehen wir zur Abwechslung mal wieder in unsere Zelle gucken. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und es ist auch nicht von Erfolg gekrönt. Okay, alles klar. Haben wir einen Schlüssel? Nee, ne? Oder doch? Bin mir gerade nicht sicher. Wir gucken einfach mal hin. Oder habe ich den Schlüssel eingesammelt? Ich bin mir echt nicht sicher. Gucken wir einfach nach. Doch, wir haben einen. Okay. Nehmen wir mal wieder die rechte Seite und schnappen uns mal hier den mittleren da. Ah, okay. Na, man kann ja nicht immer das Glück haben, dass man so einen Saft findet. So, dann ja, tunen wir uns noch ein bisschen, würde ich sagen. Mit dem, was wir haben. Und dann geht's weiter in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen, ne? Und ich hänge an der Wand fest. Ah, 6000. Da kriegen wir ein bisschen was für, ne? Fitnesswaffen. Bolzen. Ich gehe nochmal auf Waffen, oder? Schadensmultiplikator. Nee, komm, für die Schrotflinte hätte ich ganz gerne Schaden. Ah, geht nicht. Was ist das? Achso, nee. Nachschlagsgeschwindigkeit, Magazinkapazität für die Schrotflinte. Ja. Ist okay. Kritische Treffer mit der Schrotflinte. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Schön wäre das natürlich auch, wenn man jetzt hier auftunt, praktisch, dass dann direkt praktisch das Magazin vollgeladen ist. Das war in irgendeinem Spiel war das so. War das bei Resident Evil 4? Ich glaube, wenn man da was aufgetunt hat, dann war die Waffe gleich, geladen, voll oder so. Das war ziemlich geil. Deswegen war das dann immer sinnvoll, erst zu tunen, wenn man die Waffe leer geschossen hat, weil man dann immer gleich ein volles Magazin dazu bekommt. Das war aber so ein kleiner Tipp, um Munition zu sparen, beziehungsweise zu erhaschen. Okay, das haben wir auch. Ja, das Sniper-Gewehr habe ich jetzt nicht aufgetunt. Ich weiß es nicht, ob wir das jetzt unbedingt zwingend oft brauchen. Ich finde das Schrotgewehr auf jeden Fall sinnvoller zu tunen. So, das Teil ist ja gerade runtergerasselt. Ah, da kann ich die Teile einsetzen. Passt. Ich brauche noch zwei, ich sehe das schon. Beide Seiten gehen auf. Also, holen wir noch zwei Stücke, ja? Gut, dann gucken wir erstmal da rein. Dann können wir ja immer wieder zwischendurch speichern. Das ist ja geil. Das finde ich cool. Ich dachte, da guckt einer durch, aber das ist nur so, dass die Vasen dahinter und so. Okay. Und es geht immer weiter runter, ne? Das ist unglaublich. Silent Hill Allüren hier. Okay. Der sieht eigentlich ganz nett aus, der Raum. Warum diese, Steintafeln einfach so aus der Wand rauszuhauen sind oder rauszuschneiden sind und dann da einzusetzen sind, ist auch ein bisschen komisch, aber okay. Nicht drüber nachdenken.
Alter Schwede, hier sind wieder ordentlich Folterinstrumente. Also ich will nirgends. Das hier scheint nicht aktiviert zu sein, oder? Aber das da hinten ist aktiviert. Und da liegt bestimmt das Teil drunter. Ah, nee. Gut, dass wir gespeichert haben. Da liegt Saft. Ein bisschen aufpassen hier, dass wir da nicht reinlaufen. Okay, was für ein Bolzen. Und eine Spritze. Die Spritze nehmen wir nicht, aber Bolzen gucken. Bringt noch nichts, okay. Wenn ich das dann nehme, klappt dann die Falle um? Nee, ne? Ich glaube, die ist, glaube ich, nicht aktiviert, oder? Nee, die ist nicht aktiviert da. Nur die da links ist aktiviert. Und da ist... Ich will mal gucken, ist da was drin? Sieht es gar nicht mal so aus, ne? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Ein Tonband. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker, ernährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Mein Vater hat noch genau so ein Tonbandgerät, ich glaube von Grundig. Das ist eine coole Sache eigentlich. Das kann man tatsächlich vierfach bespielen. Also, jede Seite hat zwei Spuren. Also, es gibt jedenfalls so eine Bänder. Das finde ich sehr geil. Also, hat man praktisch vier Seiten. Nicht wie bei einer Kassette zwei, sondern echt vier. Eine echt coole Sache. So, ich will mal gucken. Wenn ich jetzt den Hebel hier betätige, bin ich dann tot oder? Ich will es nur mal ausprobieren. Ah. Ich glaube, ich muss da was reinschieben. Ja. Wahrscheinlich muss ich da was reinschieben oder reinstellen. Werden wir schon hinkriegen. Hier ist irgendwas auf Schienen unterwegs, oder? Das sieht nach Falle aus. Fuck. Sehe ich vielleicht was? Ne, ist auch dunkel, ne? Fuck. Ach, nee. Ich werde sterben. Hier passiert doch was. Halt! Ich sehe was. Gerade im letzten Moment noch erkannt. Ich wäre fast wieder reingelaufen, ne? Okay. Kann ich dagegen ballern? Alter Schwede. Ich bin jetzt da drauf, ist das richtig? Das sieht nicht gut aus. Ich muss hier weg. Scheiße! Ich hätte raus müssen. Ah! Ah! Igitt. Nee, ich lebe noch. Du hast zwei Köpfe, ne? Du Arsch! Wie kannst du sowas tun? Da, Alter Schwede! Stirb doch! Stirbst du mal? Boah, jetzt aber! Holy moly! Fuck! Licht bitte. Kommen da jetzt mehrere von? Mit zwei Köpfen ist ja echt schon ein bisschen kacke, ne? Hinter mir ist wieder zugegangen. Ja, okay. Die Türen haben, die haben jetzt ohne Scheiß, die haben jetzt wirklich was von Resident Evil 4, diese Türen. In den Zelotenbereich, in diesen Burgen. Da sind auch so eine Türen.
Nicht genau die gleichen, aber zumindest so ähnlich. Oh, danke. Das kommt wie gerufen. Nein. Ich wollte das haben. Und, nee, komm, nicht die Bolzen. Nimm mir die Pistole, oder? Ich weiß es nicht. Nimm mir die Pistole. Vielleicht schaffen wir es vielleicht nochmal einen so zu killen. Ich höre auf jeden Fall schon wieder einen. Cooler Bereich hier. Gefällt mir. Da ist nichts. Gleich wieder beide zerstört. Da können wir durchkrabbeln, okay. Muss eine Falle sein. Ja, deswegen gehen wir direkt hier lang. Würde ich sagen. Da hängt ein Draht. Ich sehe den wohl, ja. Welche Seite ist denn die? Die. Okay. So. Was ist das? Da ist nix. Da ist eine Flasche. Können wir bestimmt. Das dachte ich mir. Will ich da rauf? Wo kommst du denn her? Okay, ich glaube, ich sollte doch die Schrotflinte nehmen. Ding ist aber echt ganz schön kacke. Komm, zünd an, zünd an, zünd an. Schnell. Gut. Puh. Die sind nicht übel. Die sind echt nicht übel. Gibt's für dich was? Bisschen Muni. Ja, das ist genau die richtige Munition. So, trotzdem erstmal wieder die Pistole nehmen. Haben wir hier noch was Schönes? Lass mal umgucken. Nee, bedienen will ich die Falle eigentlich nicht freiwillig. Ah, komm, ich bin ja lebensmüde, ne? Mal hier reingucken. In Wirklichkeit wäre ich da nie hingegangen. Ich hätte so eine Angst, dass das Teil einfach mal runterschnellt. Die ist zu. Okay, dann gibt es hier aber bestimmt jetzt irgendwo eine Wand, wo ich wieder so ein Teil rauspickeln kann. Was ist denn das hier für ein Teil? Okay, das Tor aufmachen. Ja, geil. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, ist das toll. Kommt mal alle hierher. Gute Idee. Gut. Ach, das ist Pistole. Anzünden, anzünden, anzünden. Anzünden, anzünden, anzünden. Und anzünden. Ich höre noch einen. Da ist noch Zeug. Der ist der Letzte, tötet mich, ne? Ich sehe schon kommen. Lauf hin! Schneller! Oh, ich hab keine Spritze mehr, ne? Nee. Boah. Das war schon ziemlich hart, ja. Und dafür gibt's ein bisschen Saft, okay. Das ist dann eine kleine Entschädigung. Also einen haben wir wenigstens mit der Falle getötet, aber auch nur einen, ja.
Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nochmal... Oh, danke, eine Spritze. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nochmal 20 Leute raus. Bitte einmal nachladen. Haben wir... Na, die ist komplett leer. Scheiße. Okay, komm, nochmal. Und bitte jetzt nicht nachspawnen. Die geht gar nicht mehr auf die Tür. Okay. Durch.